Obwohl, eigentlich, dann kann ich sie mit dem Bogen wegbashen. Ich bash die voll fest weg, Digga. Guck, ihr seht, das geht mir witzig. Ja, ich werde jetzt, glaube ich, vermutlich nämlich so, vermutlich glaube ich nämlich so, wunderschön, da, oben auf meinem Haus, quasi eine Startrampe, sage ich jetzt mal, machen, weil ich weiß, dass man, das ist hier so Vögel, also man kann die Moorvögel zähmen und, denen einen Sattel aufsetzen und, mit denen halt rumfliegen. Und, also eher gleiten. Und dasselbe gibt es auch mit, es gibt hier fliegende Schweine und fliegende Kühe. Mit halt so goldenen Flügeln. Die kann man auch besatteln und dann kann man auch mit denen fliegen. Und das möchte ich dann gerne, Alter! Ich bin auf dem Weg. Das möchte ich dann auch gerne mal ausprobieren. Ich verpisst euch, ihr geht mir auf die Nerven. Jo. Ach, scheiß drauf, ich muss eh keinen Zaun abbauen. Ich lasse das jetzt einfach hier stehen, das steht da wunderschön. Ich mache mir einfach aus dem Stein, ach Gott, aus dem Steinzaun. So. Mein Gott, ich bin halt mega irritiert und verwirrt die ganze Zeit. Holy Stone, Holy Stone, ja, der ist so heilig. Heiliger Holy Stone, ja, der ist so heilig. Ich bin Gesangs-Naturtalent, ne? Ja, wunderbar. So. Ich glaube nicht, dass das reicht. Egal, ich habe ja noch mehr Zaun. So. Dann muss ich jetzt nach oben auf mein Dach. Hallo. Bam und hops. Oh, ich hab's echt gedacht, der landet auf der... Kann ich auf dieser Wolke da landen? Kann ich? Oh, 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 ich hab nicht gedacht, dass er mich trifft. Naja. Hallo, bester Freund auf der Welt. Nein, der Hase ist nicht mehr bester Freund. Das wäre traurig. Dann. Ich hab dich getortet, du Sau. Ich glaube, irgendwie, die haben im Spiel nicht einprogrammiert, dass man hier, also die Leute trifft und so. Ey, dass man die Viecher irgendwie töten kann. Ja, Bro, Digga, ey. Bist voll der coole Bro, Alter, ey. Yeah. Alter, wie viel von ihnen muss ich denn noch wegstellen, bevor ich mich in Ruhe lasse? So, und zack. Ich hab den hier sogar getroffen, was soll das? Der müsste schon tot sein. Oh, hat keine Lust mehr. Cool. Lustig. Ich finde das irgendwie mega witzig. Ich habe jetzt gerade permanent 60 FPS. Hätte ich den Optifine-Mod... Alter! Ja, schubst mich doch von hinten, du Schwein. Du Schwein! Hätte ich den Optifine-Mod installiert, dann hätte ich permanent so 120 Frames. Das ist witzig. Ja, das ist mega lustig. Oh Gott, ja, das hat mich jetzt mega erschreckt. Huh. Heieiei. Holy shit. Oder Holy Stone. Witzig. Wunderbare Wolken, die hier abgebaut werden. So. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So, ich will jetzt hier den Zaun platzieren, weil halt diese Schweine und diese Vögel
Die könnten sonst. Alter, wie lange hat das denn jetzt auch gedauert? Das ist doch Holy Stone. Ach, egal. Ach, das ist Holy Stone. Oh, Alter, du dumme Sau, auf mich zu schubsen, ey. Ich bin hier am Reden. Wenn auch nicht viel Schlaues. Nee. Dankeschön. Gott. Immer diese Unterbrechung. Wie ist das denn jetzt da wieder platziert worden? Meine Fresse. Meine Fresse, nee. Mei, 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 mei. Warte mal, wer ist das? Ah, gut, so wie es heißen muss. Holy Stone Fans. Ja, weil diese Schweine und diese Moa-Vögel können sonst hier raus. Da muss ich aber nur so, glaube ich, zwei, drei Dingsies hochmachen. Aber bei denen, ja, das ist genau, das wollte ich sagen. Und ich brauche ganz viel Holy Stone noch. Deshalb gehen wir jetzt noch gerade ein bisschen Holy Stone abbauen. Aber meine Zeit heute ist auch etwas begrenzelt. Ja, begrenzelt. Ja, das Wort gibt es. Weswegen ich jetzt heute nicht so lange hier machen werde. Oh, Zanit. Oh, noch mehr Zanit. Oh, noch mehr Zanit. Ach, mein Telefon klingelt erneut. Es tut mir leid. Naja, egal. Tschüss. So, Leute. Da sind wir wieder erneut. Und, ja. Ich denke, diese Störungen sind zu verzeihen. Aber ich denke, jetzt dürfte es störfrei verlaufen. Aber bei mir ist auch in meinem Haus, also bei mir zu Hause in letzter Zeit viel passiert. Also nicht Schlimmes, sondern einfach nur so viel, dass jetzt alle Leute anrufen müssen. Ja. Bin jetzt einmal durch mein gesamtes Haus gelaufen. Hoch und runter. Wirklich. Nervend. So, wir bauen hier jetzt munter den schönen Holy Stone. Ich würde zwar eher sagen Holy Cobblestone, aber egal. Holy Cobble, das klingt lustig. Ah, jetzt kommt hier wieder so ein wunderschöner Soundtrack, Soundeffekt. Wie viele Listen habe ich schon? Ja, komm, das reicht noch lange nicht. Das reicht uns nicht. Warte mal gerade. Eins, zwei, drei. Ich will sechs Stacks. Sechs. Ich hatte gerade das Gefühl, mir hat jemand. Ich hatte gerade das Gefühl gehabt, ich habe Skype-Ton gehört. Wusstet ihr, dass es quasi so auch eine Computer, also Krankheit gibt, die es quasi computerabhängige haben? Zum Beispiel, dass man halt von dem. Ach, scheiße. Dass man halt quasi von dem. Von dem Chat, den man benutzt oder so, dass man da von den Ton dann irgendwann auch hört, ohne dass man selbst halt online ist. Dass man ja auch normal einfach immer hört und sich dann denkt, oh Gott, wer hat mich angeschrieben? Das gibt's wirklich. Das ist voll episch. Und es gibt eine Krankheit, da bei dieser Krankheit muss, Alter, was ist denn heute los, ey, mein Gott. Wunderschön. Bei dieser Krankheit hat man dann quasi eine Handverletzung quasi vom vielen Maus hin und her bewegen. Ja. Ich krieg manchmal von Minecraft Hunger Games oder Adventure Map Spielen einen Krampf im kleinen Finger, aber schlimmer war es noch nicht. Ja. Gamern passiert sowas natürlich nicht, weil sie sind ja Profis. So. Hui. 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 Ja, wer kommt denn da? Hey, what the fuck? Da kommt Digga, ey. Bam! Alter, wie hoch fliegt dieses Schiff? Ich will es im Flug treffen. Ich habe keine Ver. Ach du Scheiße. Das trifft sich ja jetzt wunderbar. Wo ist mein. Da ist mein Häschen. Ohne das Häschen kann ich nicht leben. Na Gott, ich hasse es, wenn ich mich verklicke. So. Dann. Alter, mein Mausklick ist mega laut, ey. Warum läuft er. Oh Gott! Ich mich da jedes Mal erschrecke. Wie Sau, ey Gott. Das ist ja übel. So. So.
Ich glaube, ich mache den 3 hoch. Also ich kenne den Minecraft-Ethermod eigentlich nur durch den Let's Player Zombay. Oder Chombay, je nachdem. Ja, und ich fand das lustig. Und daher kenne ich auch die Kühe und die Schweine und die Vögel, die man zähmen kann und so. Ja. Ach, geht per Hand oder per Zaun schneller. Per Hand oder per Zaun. Bist du bei per Zaun? Weil ich habe das halt mit dem Zaun, mit dem Hand. Ach, ich hab noch den Hasen auf. Das fällt mir erst jetzt auf, dass ich noch den Hasen auf habe. Witzig. So, wohl reichen nicht zwei? Ne, zwei reichen nicht. Ne, zwei reichen nicht. Zwei reichen uns nicht. Das reicht uns nicht. Guck mal, jetzt hat sich per Infstreak-Mod hier der Zaun nachgereicht, so wie sich das gehört. Ach so, du wurdest von einem bösen Dingens da angegriffen. Von einer bösen, bösen Wo. Bist du jetzt tot? Nein. Wenn du stirbst, komme ich nämlich nicht runter, ohne Fallschaden zu kriegen. Das willst du doch nicht, oder? Alter, heilige Scheiße. Alter, boah. Hey, das sieht lustig aus. Witzig. Ich hole mir mal einen frischen Hasen. Der hier hat schon Gebrauchsspuren. Ich reklamiere das Produkt. Das Produkt Hase. Witzig. So, Gott sei Dank bin ich hier nochmal hochgekommen. Nach Gott. Mein Gott, platziere den Zaun halt. Bam. Ah, gut, ich habe noch einen ganzen Stick, das dürfte reichen. Lottida, dann werde ich mich auch dann wahrscheinlich in der nächsten Folge dann mal aufmachen. Alter Gott! Mal nach einem fliegenden Schwein oder nach Moorvögeln zu suchen. Das werde ich. Oh Gott! Heilige Scheiße! Oh, wie süß! Oh, ein riesiger Wal! Oh, eine böse Wolke! Was muss hier außen rumlaufen? Hopp! Außenrum hopsen. Hopp, 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 hopsen, hopsen, hopsen. Hopsen, hopsen, hopsen macht mich froh. Hopsen, hopsen, hopsen macht mich froh. So, und geschafft. Yeah, ist das nicht wunderschön? Das ist doch wunderbar. So. Den Hasen brauche ich ja jetzt nicht mehr. Oh, das sieht sogar aus wie eine Abschussrampe. So, und zack. Ah, mein Gott, so. Oh, wie süß. Ah, so niedlich. Ja, ich wollte die Sache jetzt etwas beschleunigen, deswegen habe ich den Bogen in die Hand genommen. Oh, wieder ein böser Todesmoorvogel. Yeah, ich mag die bösen Todesmoorvögel. So, wird das wieder wie vorhin machen? Ja, komm. Ach du, oh, scheiße. Nein, scheiße, 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 scheiße. Bleib oben, bleib oben. Oh. Alter, ich habe nicht gesehen, dass ich kein Essen, also kein. Meine Hungerleiste war leer. Gott. Das habe ich nicht gesehen, deswegen konnte ich jetzt auch nicht sprinten. Wisst ihr? Verstehst du? Ja, verstehst du? Kennst du? Kennst du? Verstehst du? Kennst du? Verstehst du? Kennst du? Kennst du? Verstehst du? So, jetzt hat mich noch jemand angeschrieben. Das ist doch mal schön, dass mich die Leute anschreiben. Ich habe aber auch, fällt mir gerade auf, vergessen, intelligenterweise mich auf abwesend zu schalten. Das ist jetzt meine eigene Schuld, aber egal. Welcher Wand mache ich jetzt hier? Soll ich. Ach, wo mache ich jetzt die Treppe? So, also ich kann einfach per Leiter hochgehen. Ja, per Leiter ist gut. Leiter ist gut. Gut ist gut. Na, ich mach das lieber aus den Skyloot-Sticks. Da habe ich noch mehr von.
Mein Gott, warum habe ich das jetzt in meine Leiter gecraftet? Das reicht, Dicke, schon. So. Zack, 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 zack und zack. Yeah, es ist so wunderbar. Jetzt brauche ich eine Falltüre. So. Falltüre habe ich noch Skyloot. Ja, ich habe noch alles. Nee, das ist das besondere, wichtige Holz, oder? Ja. Scheiß drauf. Mal sehen. Ah, gut, okay. Das ist also doch kein besonderes Holz. Ach so, ging. Oh, ich bin so ein Aff, ey. Aha. Ach, kann ich hier jetzt nicht mal eine Falltür draus craften? Mein Gott. Kompliziertes Gedöns hier. Dankeschön. So. Kann ich eine Falltür an den Zaun platzieren? Nein, natürlich nicht. Dann werde ich mir jetzt gerade noch eine Stufe machen aus Holy Stone, den ich noch da hatte. Alter, nicht mehr das geht. Was ist das hier für ein Saftladen, ey? Mei, Fress, ey. Nee, nee, nee. Was soll nur hier draus werden aus der Jugend von heute? Nein, ich weiß nicht, was das eine jetzt mit dem anderen zu tun hatte. Aber egal, kann ich, gibt's einen... Aha, ich hätte mir jetzt gerne eine Stufe, also eine einzelne Hochgehstufe gemacht. Aber offensichtlich gibt es das hier nicht. Schön, schön, schön. Schön. Aber den Inkubator kann ich auch schon mal mit nach oben nehmen. Oh, tja, was mache ich jetzt? Ach komm, na dann. Oh, hopp. So, den Inkubator. Boah, guck mal hier, mega abgeschirmt bin ich. Den Inkubator stelle ich mal hier. Da kommen halt diese Eierleins rein, die von den Moa-Vögeln, wisst ihr? Ja, aber ich würde sagen, das war's dann wieder mal für heute mit dieser wunderbaren Aufnahme. Ich fand's war jetzt eigentlich ganz nett, aber ich fand's war heute relativ lang. Ich war ein bisschen unmotiviert, aber irrelevant. Ja, wir sehen uns erstens am Sonntag wieder bei meiner Mod-Review. Hoffe, ihr guckt auch mal rein. Und wir sehen uns ansonsten in der nächsten Etta-Aufnahme wieder. Bis zum nächsten Mal und tschüss.